Was bist du? Gar nichts ist er. Er läuft einfach nur weg. Aber er kann nicht weglaufen, er ist ein Paladin. Symbol Angst. Das ist komisch. Na gut, er ist festgehalten und wird sich erstmal eine Weile um die Hunde kümmern. Die magischen Kugeln haben nichts gebracht, aber es fragt sich, ob sie immer nichts bringen oder nur diesmal nicht. Probieren wir es noch einmal. Ihr beiden schießt weiter. Obwohl, nee, Minz kann jetzt mal rangehen. Kalt und Geogon sind ja schon weg. Kampf von Tod, Todesritter 2, 7 Schadenspunkte bekommen. Besser als nichts, damit machst du mal weiter. Wollen wir seine, was auch immer das ist, bannen? Aber dann ist seine Haste auch weg. Na, warten wir nochmal. Obwohl, so bringt er uns gar nichts. Machen wir Magie, bannen. Werden noch die Hunde gebannt? Ne, lassen wir. So, magisches Geschoss nochmal da drauf. Minsk läuft schon rum. Du machst nochmal einen Flammenstrahl. Einer kam durch. Was kommt da jetzt? Er hat weiterhin Angst. Ja, soweit ist das kein Problem. Jetzt schlägt man Minsk auf ihn ein. Was haben wir hier noch? Seine Rage. Wollen die benutzen? Nee. Obwohl, doch, komm. Es gibt nur ein Ziel, der kann nichts falsch machen. Ich und meine Klappe, hä? Wo kann doch nichts falsch laufen? Erstmal hat er ihn nicht angegriffen, dann ist er stehen geblieben und wurde jetzt festgehalten. Ah! Na gut, Gerogon greift anscheinend ihn an. Das ist schon mal gut. Probieren wir mal ihn festzuhalten, obwohl ich nicht glaube, dass es klappt. Oh, warum ist... Shahira, warum bist du so nah dran? Kale trinkt einen Heiltrank. Moralisches Versagen, Wahnsinn. Ja, nee, danke. Du hast versucht, ihn festzuhalten, hat nicht geklappt. Dann beschwören wir neue Hunde. Du machst einen Flammenstrahl. Kommst du ran? Nee, anscheinend nicht. Gerogon musste... Warum kriegt Gerogon da hinten noch Schaden? Na gut, aber Shahira kam da nicht an mit ihrem Flammenstrahl. Das heißt, sie braucht was anderes. Kann aber nichts anderes. Außer normal angreifen. Na gut, du... Was machst du? Ich hätte erst Magie bannen machen sollen und dann die Goblins beschwören. Na gut, jedes bisschen Schaden hilft. Machen magische Geschosse. Gut, er geht nicht mehr auf Gerogon. Autsch. So, du machst nochmal magische Geschosse. Kann Shahira sich wieder bewegen? Nein. Imoen schießt weiter. Kalid hat... Ne, er könnte in Nahkampf gehen, aber ich denke mal, er macht einen Feuerball. Wenn er jetzt einen Feuerball macht, ist eh vorbei. Na gut, du gehst da jetzt rauf und tust dein Bestes. Und wenn du stirbst, dann stirbst du. Halt! Na also, 15.000 Erfahrungspunkte, Level up. Schön, schön. Das war doch mal ein Kampf. Jetzt müssen wir nur noch Minsk davon abhalten, unsere Freunde umzubringen. Geh mal weg von Minsk. Ah, okay, er ist wieder normal. So, Shahira. Komm mal schnell hierher. Und befreie mal unseren Paladin vor seiner Angst, dass du nicht mehr kannst, weil wir davon ausgegangen sind, dass es hier nicht gebraucht wird. Super. Magie brechen dann. Hoffentlich läuft er jetzt nicht mit seiner Haste schnell genug weg. Düner hier? Ah, da bist du. Ja. So. Den machen wir jetzt garantiert nicht kaputt. Wir gucken jetzt erstmal nach dem Jungen. Wo ist der Junge? Da ist ein Hobgoblin ganz alleine. Also ich sehe ihn. Ah, da ist der Junge. So, stopp. Speichern. Nur für den Fall, dass wir jetzt rausteleportiert werden und das Super-Loot, das auf der Leiche ist, verwest. Also, LP 100. Und jetzt schauen wir mal, was er zu... Ja, ist ganz ruhig, Hauptgoblin. Du bist verschwindest eh gleich.
Dalton, ja, das ist er. Wer? Nein, bleibt, wo ihr seid, bleibt, wo ihr seid. Ach, er hat wahrscheinlich auch in den Spiegel geguckt. Beruhigt euch doch, Junge, wir sind gekommen, um euch zu helfen. Ich glaub's nicht, alles tut hier weh, alles, ihr auch. Ja, Mama erwähnen, das hilft immer. Eure Mutter hat mich auf die Suche nach euch geschickt. Eure Mutter Tirella. Wirklich? Sie hat euch geschickt? Oh, den Göttern sei Dank und allem, was gut ist. Ich will nur nach Hause. Ja. Ne, das untere ist zu rabiat. Na dann los, der Weg hier hinter uns ist frei. Bleibt ruhig und wir werden hier heil herauskommen. Muss los, muss jetzt los. Au. Huh, komischer Kauz. Ob seine Mutter ihn so noch wieder haben will? Aber naja, der beruhigt sie vielleicht noch. So, da sehe ich schon mal ein Schild. Ein Dolch des Seelendiebs. Der ist für den Zwerg in Ulgas Biert. Und ein Schild. Was machst du? Was machst du? Du machst ein W4. Hä? Dieser Dolch liegt schwer in eurer Hand und fühlt sich warm an. Wenn ihr ihn nur bei euch tragt, fühlt ihr euch schon unangenehm. Der in den Griff eingelassene Edelstein scheint von einem inneren Licht erleuchtet zu sein, obwohl euch nicht ganz klar ist, wie er einerseits leuchtet und andererseits tief innen so tödlich schwarz sein kann. Kann nicht verwendet werden von Klerikern. Naja, Questgegenstand halt, die werden da keine Stats drauf machen, damit mir noch Ja abgibt. So, wir hatten Identifikation verlernt, damit wir hier kämpfen können. Obwohl nur zwei oder so Kugeln durchgegangen sind. Aber gut. So, wie schaut's bei deinen Zaubern aus? Soweit, so gut. Dann war's das hier, oder? Sind wir jetzt echt fertig mit dem Turm? Den Spiegel mache ich nicht kaputt. Nee, jetzt kann's knicken. Da werden wir gegen uns selber kämpfen müssen und wir sind viel zu mächtig. Na gut, also wir können jetzt hier... Oh, Level Up. Taumaturg Stufe 9. Schick, schick. Was kannst du jetzt? Aha, Level 5 Zaubersprüche. Was haben wir da? Todeswolke. 1W10 Schadenspunkte pro Runde. Und niedrigere Wesen sterben einfach. Aber ja, wir können uns auch mal nach neuen Level 5 Sprüchen umschauen. Nee, musst du nicht, Düner hier. Wir gehen auch gleich zu einem Tempel und spenden da und alles wird wieder gut. Aber zuallererst gehen wir nicht komisch zickzack, Jaira. Zuallererst gehen wir aus diesem verfluchten Turm raus. So, was hast du zu sagen, nachdem er jetzt tot ist, Ihr habt's geschafft. Dalton kam so schnell herausgeschossen, so schnell habe ich noch nie laufen sehen. Hat noch einer der anderen? Nein, sie sind tot, nicht wahr? Zumindest wird Daltons Mutter heute Nacht gut schlafen können. Ich bezweifle, dass er in näherer Zukunft wieder auf Abenteuerreise gehen wird. Der wird nur noch in seinem Bett liegen und brabbeln ein paar Jahre lang. Ich werde es jedenfalls nicht tun. Wenigstens habt ihr den Dämonenritter gestoppt. Obwohl es mich beunruhigt. Ich habe gehört, diese Ritter dienen mächtigen Wesen, die noch schrecklicher sind als sie selbst. Als ob so etwas überhaupt möglich wäre. Ich sollte mich lieber auf den Weg machen. Gern geschehen. Du musst uns keine Belohnung geben. Na gut. Also, wir wollen jetzt ganz schnell zu dir. Nein, wollen wir nicht. Wir wollen noch kurz vorher Immun runterschicken und gucken, ob der Geist was zu sagen hat. Sonst fällt mir so ad hoc nichts ein, was wir hier noch machen könnten. Ach, der Geist ist verschwunden, ne? Ja, schade. So ein Abschied oder Danke oder so wäre schon ganz toll. Dann sprech du mal Islaine an. Obwohl, warte. Überleg, Gerogon, überleg. Wir könnten mit den Köpfen reden, aber die waren nicht sehr sympathisch. Und das waren ja eh nur quasi Maschinen, die auf die richtige Antwort gewartet haben. Hier war nichts, da war nur ein Thron. Nö. Na gut, raus. Die Anwesenheit des Geistes ist hier, nicht länger. Ihr habt das Unsterbliche getötet. Ein weiterer Eindringling, der sich bereichern wollte, verschwunden, wie sie sein sollten. Ich wollte, der Kummer würde ebenso verschwinden. Er ist dickköpfig, mein Durlak. Dieser Ort wird mit der Zeit zu- und abnehmen.
Bedauern wird nicht für immer bestehen. Ihr könnt gehen, wann ihr wollt. Ich werde euch fortschicken. Ihr habt recht. Ich muss hier wirklich nicht noch mehr Zeit verbringen. Schickt mich an die Oberfläche. Zurück an die frische Luft und ans Licht mit euch. Ja, das hört sich gut an. Hier wird der Geist des Versagens bleiben. Mein starker, dickköpfiger Durlak. Lasst die Zeit die Last hinwegnehmen. Genauso schnell, wie ich diese Kinder sende. Also, uns. Ja, frische Luft tut immer gut. Schlafen. Und schnell heilen. Dann gibt's eine Haste für alle. Und wir flitzen so schnell es geht nach oben zu Ulgas Bier, die beiden Quests abgeben. Und dann geht's sofort zu dem Tempel, zum Spenden. Und wenn wir da 30.000 Goldmünzen spenden sollen, ist mir egal. Ich will meinen Ruf zurückhaben. Auch wenn ich inzwischen herausgefunden habe, woran es wahrscheinlich liegt. Jemand hat in meinen Comments gepostet, dass ich eventuell in der Kanalisation von Baldurs Tor einen Feuerball geworfen habe, der auch ein NPC erwischt hat. Also unten, war das bei den Kobolden oder bei dem Ogermagus? Eins von beiden. Da hätte ich ein bisschen vorsichtiger sein sollen. So, hast du noch eine Hast? Ja, hast du. Und weg, weg von dem Turm. Da lang. Was bleibt da noch zu tun? Also ich habe ja eben schon gesagt, was unsere nächsten nahen Ziele sind. Die Quests abgeben und spenden gehen. Danach bleibt von der Hauptquest noch, wir müssen jetzt nach Baldurs Tor und Saravok stellen. Der hat ja den Untergang seines Vaters geplant und versucht jetzt wohl die Macht an sich zu reißen vom Eisernen Thron. Also wird er wahrscheinlich auch in dem Hauptgebäude sein von denen. Das heißt, da werden wir einfach reinstürmen und gucken, was er so zu sagen hat. Wenn es denn so einfach ist. Eventuell könnten wir vorher noch Ska-Bericht erstatten. Der hat uns ja schließlich losgeschickt, dass wir Beweise sammeln sollen. Ja, das klingt gut soweit. So, wir möchten was verkaufen. Er hat nichts zu sagen. Gut. Für 1000 Goldmünzen können wir den Dolch verkaufen. Nach der ganzen Arbeit. Ja, nee, danke. So, achso, das unsichtbare Entdecken kann auch weg. Haben wir als Spruch. Du hast nichts. Die Schlüsselsteine, weg damit. Die waren viel zu schwer und haben viel zu viel Platz verbraucht. Weg, 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 weg. Alles weg. Hast du noch Schlüsselsteine? Nee. Aber du. Ah, ich hätte auch mal die Schutzformel gegen Magie benutzen können da unten. So, was fällt mir immer viel zu spät auf. So, was ist mit dir? Schlüsselstein, Schlüsselstein, Schlüsselstein. Alles weg. Hast du irgendwas? Heiltränke. Heiltränke sind immer gut. Und einzelne Kugeln plus zwei. Wie gemein ist das denn? Verbringt man ja eine Ewigkeit mit Klicken. Nein, ich will keine einzelne Kugel plus zwei. Ich will nur Heiltränke. So, das war's. Oh, er braucht auch neue Schutztränke, neue Stärketränke. Er braucht auch Schutztränke und er auch. Ja, wird Zeit, dass wir ein paar Tränke kaufen gehen. Die Feuerriesenstärke kann doch schon mal Georgon haben. So. Und allesamt da lang. Also im Hellen sieht das Flammschwert nicht so toll aus wie im Dunkeln. Aber trotzdem recht imposant. Ja, wir sind schon eine beachtliche Abenteurertruppe inzwischen. Alle in Plattenpanzern, brennenden Schwertern und mächtigen Magier oben. Ja, nach Durlaks Turm werden wir jetzt überfallen von Kreischlingen und Hobgoblins. Genau, ihr werdet uns so viel antun können. Schieß mal auf den. Ja, selbst Düner hier one-hitted die inzwischen. Achso, KI sollten wir mal anmachen. Und Splatter. So, nicht weglaufen, sterben. Du auch. Genau, euch plündern wir ganz bestimmt nicht. Dafür sind meine und eure Zeit zu kostbar. So, komm, 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 komm. Na gut, der Tempel ist auf dem Weg. Immerhin flitzt mal kurz rein. Spende 30 Milliarden und dann wieder raus.